Der Ukraine, dem Westen, dem IS sowie jedem anderen Gegner des Putin-Regimes hat der verabscheuungswürdige Anschlag auf die Konzerthalle bei Moskau gezeigt, wie verworren, schlecht informiert, wie verwundbar, wie schwach und unvorbereitet der russische Staat in seinem Inneren ist. Das größte Problem für Putin, es ist nach Prigozhins Wagner-Meuterei schon das zweite Mal gewesen und es kann jederzeit wieder etwas passieren, worauf weder Putin noch sein arrogant korrupter Repressionsapparat vorbereitet sind. Aber wie heißt es so schön, aller guten wie schlechten Dinge sind drei. Und deswegen führen wir im heutigen letzten Teil unserer Trilogie über den IS-Anschlag und die Islamisierung Russlands alle Fäden zusammen. Am Ende werdet ihr verstehen, auf welchem Pulverfass der Kremlherrscher sitzt und wieso es langfristig nur noch schlimmer werden kann. Die Geschichte Russlands ist durch das wechselhafte Zusammenspiel von Militär auf der einen und Geheimdienst auf der anderen Seite geprägt. Ein Muster, das sich durch verschiedene Epochen zieht, auch wenn dies natürlich nur eine vereinfachte Darstellung einer komplexen historischen Realität ist. In der Zarenzeit war das Militär ein Schlüsselelement der Macht, insbesondere in Bezug auf die außenpolitische und territoriale Expansion des Reiches. Parallel dazu agierte zwar auch die zaristische Geheimpolizei als Instrument zur Überwachung und Unterdrückung innenpolitischer Gegner, sie hatte im Reich aber bei weitem nicht so viel Gewicht wie die Generäle und schon gar nicht das Sagen. Das sollte sich jedoch mit der bolschewistischen Revolution 1917 ändern. Wichtigstes Ziel der Kommunisten war ja die Sicherung ihrer Macht im Inneren und dabei spielten die Sicherheitsorgane eine viel wichtigere Rolle als die Armee. Der Geheimdienst, zunächst die Tscheka, später der NKWD und der KGB, wurde zum zentralen Werkzeug der inneren Sicherheit und politischen Kontrolle. Unter Putins großem Vorbild Stalin erlebte dieser eine besonders brutale und einflussreiche Phase. Entsprechend wuchs natürlich auch die Macht der Geheimdienstmitarbeiter. Bei ihnen flossen alle Informationsströme zusammen und sie hielten mit der Zeit immer mehr und mehr Fäden in der Hand, mit denen sie das ganze Land und die gesamte Gesellschaft lenkten. Wirklich alle Bereiche des Lebens standen in diesem totalitären System unter ihrer Kontrolle. Von der Sicherheits-, Innen- und Außenpolitik über die Medien und die Wirtschaft bis natürlich zur Armee selbst. Schließlich war sogar die Kommunistische Partei in fast allen Bereichen abhängig von den Geheimdiensten geworden. Und vielleicht war es ja gerade ihre Paranoia, die die Sowjetunion erst recht in den wirtschaftlichen Kollaps getrieben hat. Danach, in den frühen 1990er Jahren, durchlief Russland eine Zeit des politischen und wirtschaftlichen Umbruchs. Das Militär, geschwächt durch den Niedergang der Sowjetunion und innere Konflikte wie den ersten Tschetschenienkrieg, verlor nochmals an Einfluss. Zu dieser Zeit wurde aber auch der Geheimdienst restrukturiert und seine Rolle neu definiert. Auch wenn die alten Dienste formal aufgelöst und neue Organe gegründet wurden, blieben die alten KGB-Netzwerke jedoch bestehen, auch wenn einzelne ihrer Mitglieder vielleicht erstmal aus den formellen Strukturen ausschieden, um zum Beispiel, wie Putin, erstmal in der Politik bzw. der Mafia und der Wirtschaft Karriere, Macht und Geld zu machen. Putin und der 100-Millionen-Dollar-Deal, der verschwand. Putin begann seine Karriere beim KGB, dem Geheimdienst, der inzwischen zum FSB geworden ist. Nachdem er einige Jahre in Deutschland spioniert hatte, zog Putin 1990 nach St. Petersburg. Dort verließ er den KGB, um in die Welt der Politik einzutreten und eine Reihe von Positionen im Rathaus zu übernehmen. Es dauerte nicht lange, bis Zweifel an Putin aufkamen. Im Jahr 1992 begannen Ermittlungen gegen Putin wegen eines Deals, den er als Amtsträger im Büro des Bürgermeisters zu verantworten hatte. Bei dem Geschäft ging es um den Export von Rohstoffen im Wert von 100 Millionen Dollar im Austausch gegen Lebensmittel für die Bürger von St. Petersburg. Die Rohstoffe wurden exportiert, aber die Lebensmittel kamen nie an. Nach dem Öl-für-Lebensmittel-Skandal stieg Putin auf und wurde im Jahr 2000 zum Präsidenten gewählt, nachdem er das Amt nach dem Rücktritt von Boris Jelzin einige Monate lang ausgeübt hatte. Im Jahr 2000 stellte der russische Generalstaatsanwalt die Ermittlungen allerdings wegen unzureichender Beweise ein. Anderthalb Jahre später wurde der zuständige Sonderermittler gefeuert. Unter Präsident Boris Jelzin gab es zwar Bemühungen, die Macht der Geheimdienste zu begrenzen und sie stärker unter zivile Kontrolle zu stellen, doch diese scheiterten letztlich daran, dass die alten Kader mit dem jungen, agilen Aufsteiger Putin an ihrer Spitze mittlerweile die Strukturen der politischen Macht unterwandert hatten und sich anschickten, dies auch in allen anderen Bereichen zu tun. In der Wirtschaft, der Unterwelt, den Medien und natürlich auch wieder im Militär.
Und aus diesem Grund zeichnet sich die Präsidentschaft des ehemaligen KGB-Spions Putin vor allem durch den erneuten Aufstieg des Geheimdienstes aus. Personen mit Geheimdiensthintergrund sind mittlerweile in allen politischen und wirtschaftlichen Schlüsselpositionen vertreten. Die historische Dynamik und das Wechselspiel der Macht zwischen Militär und Geheimdienst ist natürlich nur ein Aspekt unter vielen in der facettenreichen Geschichte Russlands, aber sie ist auch nicht vernachlässigbar. Ironischerweise hat sich in den letzten Jahren jedoch gezeigt, dass ausgerechnet die Herrschaft Putins zu einem enormen Verfall der Qualität der russischen Geheimdienste geführt hat. Nicht, weil er sie kaputtgespart oder vernachlässigt hätte, ganz im Gegenteil. Nein, er hat sie durch die viele Macht und die vielen Ressourcen, die sie bekamen, einfach verfetten lassen. Der FSB, der SWR, der FSO und der GRU sind besoffen von Macht. Ihre Offiziere können ob ihrer vollgestopften Taschen kaum noch laufen. Und die Top-Absolventen ihrer Kaderschmieden tun sich damit hervor, dass sie kollektiv ihre Identität preisgeben, indem sie auf sozialen Netzwerken ihre Partyfotos posten. Bei ihren Schlüsseloperationen wie der Unterwanderung der ukrainischen Sicherheitsstrukturen vor der Invasion sind sie nicht nur grandios gescheitert, nein, sie schafften es oft noch nicht mal, ein einigermaßen realistisches Lagebild an ihren Dienstherrn zu liefern. Die Gründe sind vor allem Korruption in Verbindung mit einem Lügensystem, das Kritiker bestraft und Ja-Sager fördert. Tja, und auf der anderen Seite haben wir das Militär. Dieses ist zwar auch korrupt, verroht und inkompetent, aber es hat zwei Vorteile. Zum einen erfährt es durch den Krieg eine explosionsartige Ausweitung seiner Macht und der Ressourcen, die in seine Strukturen gepumpt werden. Die ganze Wirtschaft und Gesellschaft wird militarisiert und nur noch an einem einzigen Zweck ausgerichtet: dem Militär. Immer mehr und mehr Teile des russischen Staates und der russischen Gesellschaft dienen nur noch einem, dem militärisch-industriellen Komplex. Immer mehr wird von ihm abhängig werden. Es ist dasselbe Phänomen, vor dem US-Präsident Eisenhower 1961 in seiner Abschiedsrede warnte. Bis zum letzten Weltkrieg verfügten die USA über keine Rüstungsindustrie. Wir waren gezwungen, eine permanente Rüstungsindustrie von riesigem Ausmaß zu schaffen. Wir geben jährlich allein für die militärische Sicherheit mehr aus als der Nettogewinn aller Unternehmen in den USA. Sein totaler Einfluss, wirtschaftlich, Politik und sogar spirituell, ist in jeder Stadt, jedem Parlament und jedem Amt der Bundesregierung zu spüren. Wir wissen, dass diese Entwicklung zwingend notwendig ist. Dennoch dürfen wir ihre schwerwiegenden Folgen nicht übersehen. Unser aller Arbeit, unsere Ressourcen und unser Lebensunterhalt sind betroffen. Das gilt auch für die Struktur unserer Gesellschaft. In den Regierungsgremien müssen wir darauf achten, dass der militärisch-industrielle Komplex keinen ungerechtfertigten Einfluss erreicht, ob er nun gewollt oder ungewollt ist. Das Potenzial für einen verhängnisvollen Aufstieg einer fehlgeleiteten Macht besteht und wird weiter bestehen. Okay, Russland wird also zum Militärstaat. Aber vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso ich euch das überhaupt erzähle. Geht es in diesem Video nicht um den Islam in Russland? Nun, leider konnte ich keine genauen Statistiken darüber finden, wie hoch der tatsächliche Anteil der Muslime an den russischen Armeeangehörigen ist. Allerdings würde ich schätzen, dass er aufgrund der Rekrutierungspraxis etwas höher liegen dürfte als in der Gesamtbevölkerung. Natürlich handelt es sich erstmal nur um einfache Rekruten, aber Russland hat sein fatales Defizit an Unteroffizieren erkannt und arbeitet mittlerweile zielstrebig an der Behebung dieser Situation. Tja, und aus den Unteroffizieren rekrutieren sich die Offiziere. Und aus so manchem Offizier wird dann ein General. Unter Kriegsbedingungen sogar wesentlich schneller als in Friedenszeiten. Und durch diese beschleunigenden Effekte könnte die kritische Masse zu einer dominierenden Stellung der Muslime innerhalb des russischen Militärs früher erreicht sein als in den für die Gesamtbevölkerung prognostizierten 25 Jahren. Wir sprechen hier also möglicherweise über einen Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren. Putin könnte dann noch immer leben und Präsident sein. Natürlich könnte es dann zu einem Machtkampf zwischen Putins alten Petersburger Siloviki und den neuen muslimischen Generälen kommen. Die Gerontokraten werden sich aber nicht ewig den unerschütterlichen Gesetzen und erdrückenden Zwängen der Biologie widersetzen können. Natürlich wird die graue Eminenz Nikolai Patruschew versuchen, seinen Sohn Andrei als neuen Präsidenten zu installieren. Aber auch seine Netzwerke werden demografisch bedingt schrumpfen.
Okay, dies alles ist natürlich nur ein Szenario, das auf einer sehr langfristigen und daher unsicheren Prognose mit vielen Veränderlichen basiert. Aber ich denke, dass es ein ganz gutes Bild davon vermittelt, wohin Russland eigentlich zwangsläufig steuert. In einem weiteren Szenario könnte es auch dazu kommen, dass die derzeitige ethnisch-russische Nomenklatura die Islamisierung als Chance sieht. Schließlich ist diese in ihrer expansiven Philosophie dem russischen Imperialismus durchaus ähnlich. Dann wird eben nur die Staatsreligion ausgewechselt. Schließlich ist auch das orthodoxe Christentum in erster Linie nur ein Machtinstrument des Regimes. Ein anderes Szenario wäre allerdings die ethnisch-religiöse Sezession. Bisher wird diese eher von den muslimischen Nochminderheiten, zum Beispiel im Kaukasus, betrieben. Später könnten es dann aber eher die russischen Christen sein, die keine andere Wahl haben werden, als sich von den immer mächtiger werdenden Muslimen abzugrenzen. Ich meine, wenn sie verhindern wollen, dass ganz Russland in seiner jetzigen geografischen Form zu einem islamisch dominierten Staat wird. Muslimische Migranten werden nach ihrer Ankunft in Moskau religiöser. Manche Schätzungen gehen von einer Gesamtzahl der Muslime in der Hauptstadt und ihren Vororten von bis zu 3 Millionen Menschen aus, also fast jedem Dritten, im Vergleich zu etwa 60.000 am Ende der Sowjetzeit. Dies hat viele ethnische Russen sowohl verängstigt als auch verärgert, die darin eine Bedrohung für das Russentum in Moskau sehen. Aber es hat auch die Mitglieder dieser islamischen Gemeinschaft verändert und viele von ihnen dazu gebracht, engagiertere Muslime zu werden, als sie es vor ihrer Ankunft waren. In der Tat ist es laut Dmitri Oparin, einem Soziologen an der Wirtschaftshochschule Moskau, der sich auf diese Gemeinschaft spezialisiert hat, für viele in dieser größeren Gruppe sogar in Moskau einfacher Moslem zu sein als in Zentralasien. Viele inoffizielle Prediger in den Gebetsräumen sind Studenten und Einwanderer aus dem Nahen Osten, die Arabisch können und sich selbst als Muslime und nicht als Angehöriger bestimmter Nationen identifizieren. Man darf nicht vergessen, dass das russische Milieu insgesamt intolerant ist, denn wir haben die Gewohnheit verloren, mit anderen zu kommunizieren, so der Soziologe. Angesichts der steigenden Zahl von Menschen mit muslimischem Hintergrund in der russischen Hauptstadt und des immer größer werdenden Anteils von ihnen, die nicht nur praktizierende, sondern überzeugte Gläubige sind, muss die russische Regierung die Toleranz fördern. Andernfalls steht Russland wahrscheinlich eine düstere Zukunft bevor, in der zunehmend religiöse orthodoxe Christen gegen zunehmend religiöse Muslime antreten. Und der Funke könnte sich an einem Ort entzünden, den sich die meisten Russen nicht vorstellen können. In ihrer eigenen Hauptstadt. Hierbei handelt es sich um ein leider oft verdrängtes Phänomen, das dann natürlich auch Radikalen wie dem Islamischen Staat in die Hände spielt. Und dieser hat vor allem in den armen muslimischen Regionen Russlands bereits vor Jahren seine Tentakel ausgestreckt. Aber wie ihr seht, ist der Islam nicht nur in der Peripherie der Russischen Föderation zu finden, sondern mit zunehmender Tendenz direkt in seinem Herzen, in Moskau. Auch dort ist der demografische Point of No Return im Prinzip bereits überschritten. Aber bevor wir uns zu sehr in Zukunftsprognosen versteigen, lasst uns doch lieber nochmal in die Vergangenheit blicken. Dazu begeben wir uns auf eine Reise in die islamischen Stammgebiete, die das russische Kolonialreich einst auf brutale Weise verschlang, durch Kriege, Völkermord und Vertreibung. All das ist dort nicht vergessen und ihr wisst ja, Karma is a bitch, aber ISIS ist noch eine viel größere Bitch. Der Nährboden. Bevor wir fortfahren, muss ich mich erstmal stärken und erfrischen. Oh ja, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Was nehmen wir denn? Pomegranate Piranha. Das riecht schon gut. Gut schüttelt. Das war lecker. Wollt ihr wissen, was ich da trinke? Tja, das ist mein neues Lieblingsgetränk. Und okay, ich verrate es euch, weil es echt geil schmeckt und auch noch super gesund ist. Es heißt Holy und eigentlich ist es nicht ein Getränk, sondern eine ganze Philosophie. Und während des letzten Monats bin ich ein wahrer Fan dieser sehr leckeren und sehr gesunden Philosophie geworden. Die Berliner Firma Holy bietet nämlich nicht nur eine Riesenauswahl an Geschmacksrichtungen und drei Getränkkategorien auf einer sehr ausgewogenen Basis. Energy Drinks, um sich besser konzentrieren zu können, Hydrationsdrinks für den Sport und leckere Eisteemischungen. Aber das Besondere an Holy ist, dass sich die sympathischen Gründer richtig Gedanken gemacht haben, wie sie diese Drinks nicht nur super lecker, sondern auch richtig gesund und außerdem noch, haltet euch fest, günstig machen können. Also keine fragwürdigen Inhaltsstoffe mehr wie Taurin, Zucker oder Aspartam-Süßstoff. Kein schlechtes Gewissen mehr bei vollem Geschmack und voller Funktion. Ach, was sage ich da? Bei viel besserem Geschmack. Wartet, ich muss noch einen Schluck nehmen.
Ja, die Holy Drinks sind wirklich seit langem das Beste, was ich getrunken habe. Und das sage ich jetzt echt nicht, weil sie dieses Video sponsern. Seit ich vor einem Monat das Päckchen mit den Holy-Mischungen und dem Shaker bekommen habe, kann ich es jedes Mal kaum noch erwarten, mir einen neuen Drink zu shaken und auszuprobieren. Denn einer schmeckt besser als der andere und es ist wirklich für jeden etwas dabei. Und wie gesagt, Holy ist auch noch richtig preiswert und mit meinem Rabattcode reicher bleibt ihr dann auch noch reicher. Okay, sorry für den Dad-Joke. Am besten kannst du alle Geschmacksrichtungen von Holy mit Hilfe eines der besonders preiswerten Starter-Sets durchprobieren. Zum Beispiel dem Iced Tea Energy Hydration oder den Kombi-Sets, die auch eine schicke Shaker-Flasche enthalten. Ich packe dir die Links dazu in die Beschreibung unter dem Video. Für die Erstbestellung lohnt sich mein Rabattcode REICHER5, mit dem du einmalig 5 Euro Rabatt bekommst, womit du bei den günstigen Sets mehr sparst als mit dem normalen 10% Rabattcode REICHER, den du dann für die Folgebestellung nutzen solltest. Vor allem Holy ist kein Abo oder Zwangsbundle. Du bestellst einfach jedes Mal, wenn dein Vorrat zur Neige geht, genau die Flavors, die dir am meisten schmecken. Und ich garantiere dir, sie werden dir schmecken. Holy hat auf Trustpilot eine Wertung von 4,7 von 5 Sternen von über 10.000 extrem zufriedenen Kunden bekommen. Natürlich wegen des tollen Geschmacks, aber auch wegen der hohen Seriosität dieses besonderen Herstellers. Also probier Holy noch heute über die Links in der Videobeschreibung aus, denn so kannst du dich nicht nur auf super gesunde Art erfrischen, sondern du unterstützt damit auch meine Arbeit an zukünftigen Videos, finanziell und in Naturalien. Schließlich will ich auch weiterhin leckeren Nachschub von Holy bekommen. Nochmal einen Schluck. So, und nun frisch gestärkt wieder zurück auf unsere Reise nach Tschetschenien. Una población típicamente chechena. Eine typisch tschetschenische Bevölkerung. Jetzt beschloss er, das Schweigen zu brechen und über seine geliebte Tochter Salina zu sprechen. Salina ist Russland gefolgt. Ihr Mann ging nach Syrien, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen. Und passt auf, denn dies ist ein Einzelfall. Die Beziehung zwischen Tschetschenien und dem Islamischen Staat ging so weit, dass sie uns so tolle Geschichten wie diese hier beschert hat. Drei tschetschenische Frauen betrügen ISIS um Tausende von Dollars. Selbst ich erinnere mich noch an diese Geschichte und sie ist von 2015. In diesem Fall begannen drei tschetschenische Mädchen online mit einigen Jungs vom Islamischen Staat zu flirten. Zu dieser Zeit war es ganz normal, dass Terroristen aus Syrien versuchten, ahnungslose junge Mädchen zu verführen, um sie für den Islamischen Staat zu rekrutieren. In diesem Fall war es jedoch genau andersrum, denn diese schlauen tschetschenischen Mädchen haben dem IS einfach nur das Geld für die Reise nach Syrien aus der Tasche gezogen und dann war Pustekuchen. Aber okay, das sind eher kuriose Ausnahmen. Die traurige Wahrheit ist nämlich, es wird geschätzt, dass sich zwischen 3.000 und 4.000 Tschetschenen dem IS angeschlossen haben. Und was hat Putins Statthalter in Grozny dagegen unternommen? Nun, er hat eigentlich erstmal nur rumgeflennt. Kadyrov bezeichnet Sympathisanten des Islamischen Staates zunehmend als verlorene Seelen und fordert sie zur Umkehr auf. Er appelliert an die Familien der Tschetschenen, die Russland verlassen haben oder verlassen wollen, und erinnert diese Verwandten immer wieder an ihre Verantwortung für ihre Söhne und jüngeren Brüder. Und ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Ist denn Kadyrov nicht die eiserne Faust, der Schreckensherrscher von Tschetschenien, der dort alles unter Kontrolle hat? Nun, ja, das ist er. Aber er hat nur diejenigen unter Kontrolle, die er mit seinen zu TikTok-Kriegern ausgebildeten Repressionskräften töten kann. Der IS jedoch ist viel schlimmer als er. Und das nicht nur in seinen Propagandavideos. Um es klar zu sagen, wenn in Kadyrovs Nähe nur einmal jemand einen Nieser loslässt, der sich wie Daesh anhört, hat er die Hosen gestrichen voll. Und deswegen lautete seine Lösung: Terroristen brauchen Umarmungen, keine Kugeln. Gewalt erzeugt doch nur noch mehr Gewalt. Also wartete Kadyrov darauf, dass sich das Problem irgendwie von selbst löst oder eben von anderen in Syrien gelöst wird. Und als es dann vorerst gelöst war, empfing er die Tausenden von ehemaligen Kämpfern des Islamischen Staates mit offenen Armen. ISIS-Rückkehrer bringen sowohl Hoffnung als auch Angst nach Tschetschenien. Tja, eines muss man Kadyrov lassen. Er verfügt über ein Netzwerk von muslimischen Geistlichen, die ihm aus der Hand fressen und bei der Deradikalisierung dieser Menschen ganze Arbeit geleistet haben. Und wo Worte nicht mehr helfen, da hilft Geld. Vergesst nicht, dass Tschetschenien zu fast 70% von den Zuwendungen aus Moskau lebt. Und das ist nicht wenig Geld. Mit all diesem Geld erkauft sich Putin den Wohlwollen der aufmüpfigen Tschetschenen. Und nachdem der Islamische Staat in Syrien besiegt und die reumütigen Terroristen gezähmt waren, waren alle in Russland beruhigt. Aber die Jahre vergehen und wie ihr gesehen habt, ist der Islamische Staat zurückgekehrt.
Und er hat für seine Wiederauferstehung noch nicht mal 25 Jahre gebraucht, wie das Moskauer Reich des Bösen. Nun hat er ein ganz besonderes Ziel im Visier, Russland direkt in seinem Herz zu treffen, in Moskau. Das heißt, wir haben zwei wichtige Elemente. Erstens, der Islamische Staat ist zurück. Und zweitens, er will Russland angreifen und weiß, wie man Moslems in allen Teilen Russlands oder in ehemaligen Sowjetrepubliken radikalisiert und rekrutiert. Ein großer Teil der loyalen, kampffähigen Männer sowohl Moskaus als auch der Lokalgouverneure wie Kadyrov ist in der Ukraine oder schon tot. Das gleiche gilt für die Geheimdienste, deren Leute in den besetzten Gebieten der Ukraine gebunden sind, um dort die ukrainische Bevölkerung zu unterdrücken und Partisanen zu jagen. Innerhalb der Russischen Föderation entsteht ein Sicherheitsvakuum, das unzählige Kräfte ausnutzen können und werden. Man muss wahrlich kein Einstein sein, um zu ahnen, dass etwas passieren wird. 9. Mai 2023. Der Islamische Staat hat ein neues Ziel. Russland. Der afghanische Zweig der Gruppe nutzt den Russland-Ukraine-Krieg, um zu rekrutieren, Spenden zu sammeln und zu Gewalt aufzurufen. Bereits 2023 war also klar, dass der afghanische Zweig des IS, den wir bereits in den zwei ersten Teilen dieser Reihe kennengelernt haben, in Russland aktiv werden wird. Er schimpft sich wie gesagt ISKP oder auch ISIS-K. Das K steht für die englische Transliteration von Khorasan, eine historische Region, die Afghanistan umfasst, aber auch Teile Irans, Pakistans, Turkmenistans und Usbekistans. Und durch diesen aktiven Zweig des IS, ISIS-K, sollen auch die Attentäter von Moskau angeworben worden sein. Aber damit wären wir auch schon beim Drittelpuzzlestück, um das Bingo zu vervollständigen. Und dieses ist der Krieg in der Ukraine. Also schauen wir uns an, wie sich nun alles zusammenfügt. Die Potjemkinsche Föderation. Die Opportunitätskosten der Umstellung auf Kriegswirtschaft sind gewaltig. Zunächst sieht es danach aus, dass die Wirtschaft ordentlich wächst. Aber das ganze Geld, das in sie fließt, muss ja irgendwo herkommen und steht dann nicht für andere Dinge zur Verfügung, für die der Staat es vorher ausgegeben hat. Und natürlich spart der Staat erstmal überall dort, wo sich die Folgen erst später zeigen, wie zum Beispiel bei der Infrastruktur. Tja, an manchen Stellen zeigen sich die Einsparungen jedoch viel schneller. 28. März 2024. Russland verzeichnet den ersten Anstieg der Mordrate seit 20 Jahren. Überlegt mal, wie hat Russland es überhaupt geschafft, diese Sparmaßnahmen umzusetzen? Nun, indem es Geld von anderen Ausgabenposten abgezogen hat, wie zum Beispiel von der Polizei. Die Folge? Mehr Kriminalität. Wie ausgehöhlt Russland in seinem Inneren ist, konnten wir jedoch auch schon beobachten, als Prigozhin mit seinen Söldnern ungehindert durchs Land vagabundieren konnte. Und nun erleben wir täglich, wie die Ukraine eine Ölraffinerie nach der anderen, auch über 2000 Kilometer hinter der Grenze mit Kamikaze-Drohnen zerstören kann. Diese Dinge tun Putin so richtig weh. Er kann aber scheinbar nichts gegen sie unternehmen. Materiell nicht ganz so bedeutend, dafür jedoch symbolisch die größte Peinlichkeit, einen Offenbarungseid der Ohnmacht, ist zum Beispiel der Sicherheitsdesaster in Belgorod. Russland verlegt Truppen zur Bekämpfung des Guerillakriegs in die Region Belgorod. In der russischen Oblast Belgorod gehen die heftigen Auseinandersetzungen mit Guerillaeinheiten weiter. Aufgrund des Ernstes der Lage hat der Kreml beschlossen, einen Teil seiner Streitkräfte aus der Ukraine zu verlegen, um bei der Abwehr von Angriffen in der Region Belgorod zu helfen. Außerdem kündigte der Gouverneur der Oblast, Vyacheslav Gladkov, an, dass 9000 Kinder aus Belgorod und den Grenzbezirken der Region evakuiert werden sollen. Am Mittwoch erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, die Behörden ergreifen Maßnahmen, um die regionale Sicherheit zu erhöhen. Es werden verschiedene Strategien angewandt. Die Herausforderung ist gewaltig, aber wir sind entschlossen, sie zu meistern. Guerillakrieg auf russischem Boden wird wohl etwas sein, auf das sich die Russen in Zukunft werden gewöhnen müssen. Und das an immer mehr Orten der überdehnten Föderation. Und jetzt erinnert euch bitte daran, wie ich im ersten Teil dieser Reihe erzählt habe, dass Europa Jahre gebraucht hat, um wirksame Mittel gegen die perfide einsame Wolf-Strategie zu finden und die ISIS-Terroristen zu stoppen. Jahre, in denen die Sicherheitskräfte in Sachen Cybersicherheit, Antiterrorausrüstung und Standardeinsatzverfahren viel Geld, Zeit und Ressourcen investieren mussten. Der Krokusangriff am Freitag hat gezeigt, dass die russischen Sicherheitskräfte, und zwar weder die Geheimdienste noch die Polizei noch Spezialkräfte, auf diese Herausforderung vorbereitet sind. Sie stehen quasi ganz am Anfang eines jahrelangen Kampfes gegen den neuen Terror.
Allein schon, dass die USA sie über die Gefahr im eigenen Land warnen mussten und sie dies in den Wind schlugen. Und ja, einige behaupten noch immer, dass es sich doch vielleicht um eine passive False-Flag-Operation handelte, weil Putin das Ganze für eine weitere Mobilisierungswelle und so weiter ausnutzen will. Nun, natürlich will er die Krise ausnutzen, sobald sie schon mal da ist, aber sowohl sein Handeln, seine Reaktionen als auch die der von ihm kontrollierten Medien weisen eher darauf hin, dass sie alle überrumpelt wurden. Sie hätten sonst ihr hastig, vorschnell und quasi ad hoc gesponnenes Narrativ nicht an die sich ständig ändernde und nicht mehr zu leugnende Faktenlage anpassen müssen. Das war mal wieder Putin, der 1D-Schachspieler in Hochform. Manche werten auch die Tatsache, dass die Sicherheitskräfte erst nach über einer Stunde das Gebäude gestürmt und den Opfern geholfen haben, obwohl eine Omon-Basis nur 10 Minuten vom Tatort entfernt war, als Indiz dafür, dass der FSB es geschehen lassen wollte. Hierbei muss man aber ganz einfach berücksichtigen, dass die Standard-Einsatzverfahren der russischen Kräfte wohl im gegebenen Kontext keine schnellere Reaktionszeit hergaben. Wie zum Beispiel auch der große Holy-Fan Thorsten Heinrich in seinem sehr empfehlenswerten Livestream und Video zum Thema angemerkt hat, brauchten auch zum Beispiel beim Anschlag auf den Bataclan-Club die französischen Sicherheitskräfte über 2,5 Stunden, bis sie das Gebäude, in dem die Terroristen immer noch wüteten, stürmten. Und dort war eine Basis der Nationalgarde auch nur wenige Kilometer entfernt. Darüber hinaus zeichneten sich die russischen Antiterroreinheiten auch in der Vergangenheit vor allem durch katastrophales Vorgehen aus und machten oft alles nur noch schlimmer. Zum Beispiel bei der Moskauer Theatergeiseldame im Jahr 2002 und beim Beslan-Schulmassaker. In beiden Fällen eskalierten die Einsatzkräfte die Situation dermaßen, dass wohl viel mehr Geiseln ums Leben kamen, als wenn sie gar nichts gemacht hätten. Verglichen damit war der Krokus-Einsatz ja geradezu vorbildlich und ein durchschlagender Erfolg, denn zumindest haben sie nicht noch mehr Menschen umgebracht als die Terroristen. Aber damit ihr mich nicht falsch versteht, es geht mir nicht darum, die Einsatzkräfte zu loben, sondern nur zu erklären, dass es eine ganz einfache Erklärung für ihr Versagen gibt. Diese Erklärung ist gerade in einem Land wie Russland die wahrscheinlichste und sie hat nichts mit einer False-Flag-Operation zu tun. Tja, das, was passiert ist, ist wahrlich kein großes Wunder. Der gesamte Sicherheitsapparat Russlands ist in erster Linie darauf ausgelegt, dem Schutz des Regimes zu dienen, nicht dem der Bevölkerung. Die sogenannten Sicherheitskräfte sind entsprechend spezialisiert, ausgebildet und indoktriniert. Daher wäre aus Sicht des russischen Volkes die Bezeichnung Repressionskräfte passender. Alles deutet also darauf hin, dass Russland allgemein zu sehr mit dem Angriff auf die Ukraine beschäftigt ist, als dass es sich noch selbst verteidigen könnte. Der Islamische Staat könnte es nicht einfacher haben. Und ihre drei großen Anschläge seit Jahresbeginn haben vor allem eines gemeinsam. Alle drei fanden in Ländern statt, deren Regimes ihre Macht überdehnt hatten. In allen drei Opferstaaten, Iran, Pakistan und Russland, finden wir fragile Herrschaftsstrukturen vor, deren Schwäche, Korruption und Realitätsverweigerung immer mehr derartige Stiche provozieren werden. Natürlich verfügt Putin über ein Mittel, um seine zivilen politischen Gegner zu verfolgen, das ist einfach. Um Oppositionelle zu vergiften, braucht es weder viel Technik noch Erfahrung. Aber Terrorzellen zu erkennen, die dein Land infiltrieren, ist viel komplizierter. Ich hab's schon mehrfach gesagt und betone es hier noch einmal. Von außen sieht es so aus, als sei Russland ein geeintes Land mit einer starken Regierung. Aber wenn ihr euch das Land im Detail anseht, wird klar, dass es aus den Fugen geraten ist. Die Zahl der Zentrifugalkräfte nimmt ständig zu und ebenso die der Bruchstellen. Also legen wir doch mal unsere Finger in die zahlreichen Wunden des angeschossenen Bären. Wer einem anderen eine Grube gräbt. Dass die US-Geheimdienste besser über die Terrorgefahr in Russland informiert waren als die russischen und Putin ihre Warnungen in einem Anfall sicherheitspolitischer Umnachtung auch noch verlacht hat, zeigt eines. Russland hat sich in den letzten Jahren in aller Welt so viele mächtige und entschlossene Feinde gemacht, dass es nun den Überblick verliert. Von den Ukrainern mit ihren Kamikaze-Drohnen über den Westen, so gut wie allen ihren Nachbarstaaten, bis hin zu den Dschihadisten mit ihren Selbstmordkommandos. In diesem Fall ist Putins größtes Problem im Moment jedoch nicht dieser Terroranschlag. Natürlich wird er ihn für seine Zwecke zu nutzen wissen, aus der Not eine Tugend machen, genauso wie im Falle Prigozhin. Russland wird dadurch noch repressiver, noch militaristischer, noch verbissener und noch abhängiger vom militärisch-industriellen Komplex werden. Die russische Spirale der Lügen wird sich immer schneller drehen. Die Patchwork-Narrative werden immer chaotischer und widersprüchlicher, immer mehr Löcher aufweisen und immer lächerlicher wirken.
Und sein größtes Problem ist, dass jederzeit wieder etwas passieren kann. Wieder ein Black Swan kommt, auf den Putin nicht vorbereitet ist. Putin hat seit dem letzten Wochenende wieder ein Stück die Kontrolle über die Realität verloren und versucht umso verbissener eine Art Scheinkontrolle aufzubauen. Anstatt die wahren und eventuell eben unlösbaren Probleme des im Niedergang befindlichen Riesenreiches anzugehen, missbraucht er selbst den IS-Terror gegen seine eigenen Untertanen, um den Hass der Russen auf den Westen zu schüren, zu dem eben auch die Ukraine gehört. Terrorismus ist immer abscheulich und verachtenswert. Ob er sich gegen Zivilisten auf einem Moskauer Konzert oder gegen Zivilisten in ukrainischen Städten richtet. Das heutige Putin-Russland ähnelt in seinem Verhalten dem Islamischen Staat schon mehr als einem zivilisierten Land. Der Terror in Krasnogorsk hat berechtigtes Entsetzen ausgelöst und verdient weltweite Verurteilung. Zivilisten auf einem Konzert zu töten ist ungeheuerlich und bestialisch. Aber merkt ihr was? Die staatlich organisierte tagtägliche Ermordung von Zivilisten in der Ukraine, bei der noch viel mehr unschuldige Opfer zu beklagen sind, erregt die weltweite Öffentlichkeit und Politik kaum noch. Oder bekommt Präsident Zelensky etwa jeden Tag aus aller Welt Beilandsbekundungen, wenn Putin wieder ukrainische Zivilisten mordet? Mal Hand aufs Herz. Wer dachte bei den Bildern der Kokosol an die russische Bombardierung des Theaters in Mariupol, in dem ukrainische Zivilisten Schutz gesucht und außen sogar in großen Lettern den Schriftzug Kinder angebracht hatten? Putins Schergen haben allein dort vor über 2 Jahren über 600 Menschen kaltblütig ermordet. Und sie morden seitdem jeden Tag weiter. Selbst laut offiziellen Zahlen der UN sind Putins Truppen bereits mindestens 11.000 ukrainische Zivilisten zum Opfer gefallen. Nicht enthalten sind darin allerdings die Verbrechen, die in den besetzten Gebieten durch das russische Okkupationsregime begangen werden. Wir sind eben auf spektakuläre, isolierte Schockermeldungen eingestellt. Das wissen auch die IS-Terroristen und sie sind verärgert darüber, dass Putin ihre Rolle herunterspielt und damit noch mehr Terror herausfordert. Putin weiß das, aber er arbeitet mit Realitätsmüdigkeit, mit Gewohnheit, mit Gefühllosigkeit und Gleichgültigkeit. Ja, Terror ist Terror, aber lasst uns nicht vergessen, dass Russland jeden Tag viel mehr Zivilisten in der Ukraine terrorisiert als der IS in Russland. Russland verhält sich genauso wie der Islamische Staat, nur in einem viel größeren Maßstab. Putin ist nicht nur der Kopf eines gigantischen Terrorregimes, er ist der zurzeit größte lebende Terrorpate der Welt. Wenn die internationale Gemeinschaft es also auch nur irgendwie mit der Terrorbekämpfung ernst meint, sollte sie täglich daran arbeiten, ihn genauso zur Strecke zu bringen wie einen Osama bin Laden oder Qasem Soleimani. Und sie sollte keine Angst davor haben, dass er den roten Knopf drücken könnte. Denn mal abgesehen davon, dass es keinen solchen roten Knopf gibt. In meinem nächsten Video werde ich zeigen, wieso es gerade die Appeasement-Politik von Scholz und Biden ist, die das weltweite Atomkriegsrisiko erhöht, also zum genauen Gegenteil dessen führt, was sie eigentlich zu beabsichtigen vorgibt. Diese Politiker und ihre Berater ignorieren nämlich das wichtigste Prinzip, die größte Lektion, die ihre Vorgänger während des Kalten Kriegs gelernt haben. Einzig der Mut zur wirksamen Abschreckung und zur Demonstration absoluter Entschlossenheit kann den Atomkrieg verhindern. Die globale Bedrohung durch das schon damals vom Kreml ausgesteuerte Reich des Bösen wurde nicht mit Hilfe von Deeskalation und Wandel durch Handel in Schach gehalten und schließlich entschärft, sondern durch Kompromisslosigkeit, wie zum Beispiel in der Kuba-Krise oder bei Reagans Star Wars-Programm. Denn Ratten wagen es nur dann, größere Gegner anzugreifen, wenn sie ihren Angstschweiß riechen. Und Putin ist von diesem aus dem Westen in seine Nase strömenden Geruch zurzeit geradezu berauscht. 3 Jahrzehnte lang hat er zielstrebig an der Wiederauferstehung des totgeglaubten Moskauer Reichs des Bösen gearbeitet. Und immer mehr Politiker im Westen fangen langsam an zu begreifen, dass diese Zombie-Apokalypse kein schlechter Film ist, der nach 100 Minuten wieder vorbei sein wird. Aber leider sind es immer noch zu wenige. Gut, ich will nicht zu weit auf das nächste Video vorgreifen. Also vergesst bitte nicht das Abo und bedingt mit Glöckchen, um es nicht zu verpassen. Und schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr über dieses Video denkt. Wie viel Kontrollverlust kann sich Putin noch leisten? Wird er die Eskalationsspirale einfach immer weiter drehen, bis sie ihm um die Ohren fliegt? Ganz einfach, weil es keinen anderen Weg mehr für ihn gibt. Also haut in die Tasten und schreibt mal eure Meinung. Bitte liked auch das Video, falls es euch gefallen hat oder ihr was dabei gelernt habt. Teilt es mit euren Freunden auf sozialen Netzwerken und falls ihr ein paar Euro überhabt, in der Beschreibung findet ihr einen Spendenlink, mit dem ihr meine Arbeit auf freiwilliger Basis unterstützen könnt. Ich nehme jetzt noch einen Schluck Holy, macht's gut und bis zum nächsten Mal.